Einen wunderschönen guten Tag, Freunde, ich grüße euch. Ich möchte euch mal die bisher noch nicht gestellte Frage beantworten, welche Technik ich als Technik-Reviewer denn eigentlich verwende. Ich denke mal, dass der eine oder andere davon ausgeht, dass ich schon so rich bin, und zwar wegen euch, unverdient, dürfte klar sein, dass ich hier nur das Krasseste und Teuerste habe und mich immer von dem, was ich in Test-Samples bekomme, damals das Beste abgreife für mich, aber in der Praxis sieht das ein bisschen anders aus. Mein Kanal ist jetzt auch nicht so groß. Viele Testgeräte kriege ich halt einfach nicht geschenkt, vor allem halt die teureren. Oder es ist halt wie bei Trailing Shenzhen, da kann ich die Testgeräte, nachdem halt alle damit auch fertig sind, also dann erwerben, käuflich. Habe ich auch mit einem gemacht. Eines der Geräte, die ich euch heute kurz vorstelle. Damit ihr wisst, womit ich so arbeite und auch vielleicht das ein oder andere Urteil aus dem Weg zu schaffen. Dass man halt irgendwie davon ausgeht, dass ich als Technik-Reviewer natürlich auch die modernste Technik selber verwende. Weil man ja davon ausgeht, dass die modernste und neueste und teuerste Technik halt auch die beste ist. Aber ich versuche euch immer irgendwie klar zu machen, dass die beste Technik die ist, die halt am besten für das entsprechende Szenario halt passt. Und wenn ich nur ein Tablet oder Notebook zum Recherchieren brauche, dann kaufe ich mir nicht ein Notebook für 1500 Euro. Ich hole mir das, Freunde, was ich benötige. Das nutze ich privat. Also ihr merkt, wir gehen heute nicht nur auf die Technik ein, die ich beruflich verwende, sondern auch die ich privat verwende. Und da kommt dann hier unser Chromebook ins Spiel. Das habe ich mir mal gekauft von, ich glaube, Cyberport, was im Angebot war, habe ich mittlerweile seit einiger Zeit. Es ist ein Lenovo Chromebook, wie man schon sehen kann, und zwar das Flex 3. Warum Flex? Nun, weil man damit auf dem Schulhof flexen kann und weil es ein Convertible ist. Also, ich kann das jetzt aufklappen und kann es als Tablet verwenden. Oh, schaut bitte nicht aufs Display. die ganzen Fingerabdrücke. 150 Euro habe ich bezahlt. Das war günstiger gewesen. Da war es für 200 Euro im Angebot und so weiter. Ich weiß nicht, was es inzwischen kostet. Die Technik, wir haben 4 GB Arbeitsspeicher, irgendwas auf der Höhe von P60. Ich glaube, 128 oder 64 GB Festspeicher. Dolle ist es nicht. Das Ganze ist gekleidet in einen sehr, sehr edlen Plastikgehäuse. Was mich ja richtig kaputt macht, das ist hier das 10 Zoll HD-Display. Also 1280x720 LCD IPS 60 Hertz. Aber es ist ein IPS-Panel. Das heißt, es ist blickwinkelstabil. Die Farben sind soweit okay, die Leistung ist soweit okay. Es ist halt Chrome OS drauf und es reicht vollkommen aus, damit ich privat mal was recherchieren kann. Damit ich halt mal privat was bei eBay einstelle oder eine Pizza bestelle. Kommt bei mir jetzt nicht besonders oft vor, weil ich habe eine Reihe von Unverträglichkeiten. Aber das regle ich dann alles mit dem. Mein Chromebook von Lenovo. 150 Euro, Freunde. Und ja, das HD-Panel, ja, das fuckt mich manchmal ein bisschen ab. Es ist wirklich alles andere als scharf, aber es passt. Wenn ich Schärfe haben möchte, ne, dann wasche ich mir entweder die Haare oder aber ich greife zu meinem West King. Das ist das Kingbook K100. Das Notebook nutze ich für meine Buchhaltung. Warum extra Notebook? Nun, ich will das unabhängig haben von allem anderen. Glaubt mir, das mit der Buchhaltung, Freunde, das ist wichtig. Es darf nicht wegkommen und ich will auch nicht, dass dieses System irgendwie infiziert wird. Das kommt mit nichts in Berührung, nur mit Buchhaltung. Trotzdem muss es vernünftig laufen. Wir haben hier Windows 10 und den Intel N4020. Ja, der ist älter. Das ist aus der Gemini Lake Serie, doch der 4020. Ich glaube, das ist ja noch ein Zweikerner. Ja, das ist ein Zweikerner. Der ist 14 Nanometer gefertigt. Ah, nee, es ist Gemini Lake Refresh Serie, ist das immerhin schon. Zweikerner mit 2,8 GHz. Auch zwei Threads, nicht vier. Aber verballert nur 4,8 Watt, maximal 6. Das ist doch ordentlich. Wir haben 8 GB Arbeitsspeicher. Wir haben 256 GB Festspeicher. Windows läuft hier vernünftig drauf. Ja, die Geminis, die sind da schon mal voll wenn ein größeres Windows-Update kommt, vor allem halt die zwei Kerner. Es gab ja auch vier Kerner aus der Serie. Es gibt ja Leute, die meckern jetzt über den N100 oder den N95. Die sind da schon viel, viel leistungsstärker. Und dabei kann man auch mit der Gemini 6-Serie heute noch arbeiten, gerade wenn man es nur für Office oder eben, mein Falle, für Buchhaltung braucht. Kannst du mal aufklappen, ne? Da haben wir ja noch so ein multifunktionales Touchpad, wo ich dann auch umschalten kann. Jetzt kann man es als Numpad verwenden. Die Tastatur ist ganz in Ordnung. Das Display, das ist ein LCD IPS Full HD Panel, 1920x1200 oder 1080, wenn ich mich nicht irre. Von Farben her, absolut in Ordnung, von der Geschwindigkeit, absolut in Ordnung. 256 GB Festspeicher reicht, um sich immer mal ein bisschen was zu speichern. Und da reicht mir das. Da hole ich mir jetzt nicht irgendein super slim Huawei oder was weiß ich, Notebook für einen Tausi, Freunde. Ob es kann oder ob ich es nicht kann, das sei mir dahingestellt. Ich brauche nun auch ein Tablet für die Arbeit. Da kann ich euch das hier nicht um die Ohren hauen, wegen dem HD-Panel. Das wäre zu niedrig auflösend. Brauche ich schon was mit Full HD. Und da auch da kommt wieder ein Chromebook zum Einsatz. Es ist auch wieder ein Lenovo, das ist aber nur ein Zufall. CTX3636
F. Hat bestimmt auch noch eine umgänglichere Bezeichnung. Ich kann das hier anklippen, magnetisch. Das ist extrem sexy und kann nur meine Tastatur noch dran klippen. Ne? Das ist auch eine Querztastatur mit Umlauten. Und jetzt kann ich das halt als Notebook verwenden. Ne? Hat noch einen Stand zum Ausklappen. Chrome OS, Leistung habe ich vergessen. Ich glaube 4 GB, doch auch was auf den P60 so auf der Höhe. Ne? 100 Euro habe ich bezahlt bei eBay. Gebraucht. Ich habe übrigens hier noch Updates. Ich glaube bis 2028 oder sowas steht hier drinnen. Das ist auch insane. Wird auch irgendwie gar nicht drüber gesprochen, dass Chrome OS einen hervorragenden Update-Support hat. Wir haben LCD IPS-Panel, Freunde, 1920 mit 1080 oder 1200, recht hochauflösend und das kann ich dann auch schon mal zeigen. Da zeige ich zum Beispiel Angebote von AliExpress und mache mich doch immer lustig. Das ist das Tablet, was ihr da halt immer seht, vor allem bei TikTok und bei YouTube Shorts. Ich habe, wie gesagt, 100 Euro dafür bezahlt. Ich denke mal, es ist ein No-Brainer. Hier ist sogar eine Kamera drin. Keine Ahnung, ich bin die auch noch nie angeguckt. Ich würde das Tablet auch immer mal vorstellen. Bin noch nicht dazu gekommen. Jetzt haben wir uns wenigstens mal ganz kurz angeschaut. Ich bin mit dem Teil mehr als zufrieden. Die Laufzeit, ich habe echt keine Ahnung. Ich lade das irgendwie alle 2 Wochen oder so. Weil ich es halt auch immer nur ab und zu brauche, wenn ich halt ein YouTube-Video mache und das euch dann eben zeigen möchte. Zum Beispiel, als ich zuletzt über Temu gesprochen hatte, da hatte ich dann auch den Artikel der Frankfurter Rundschau dann halt auch hier immer gezeigt. Kann das ehrlich gesagt nur empfehlen, wenn ihr ein günstiges Tablet braucht. Wirklich, um immer so Informationen abrufbereit zu halten. Zum Beispiel auch gerne, um mal was bei Lieferando zu bestellen oder auch immer wieder was bestellt oder mal so ein bisschen Serie zu schauen. Die Chromebooks sind auf jeden Fall dafür auch eine ganz gute Alternative. Ihr habt ja auch den App Store, wo ihr ein bisschen was runterladen könnt. Die sind günstig und man kann eben auch die älteren mal bestellen. Ich habe ja auch ein random altes genommen. Das war eigentlich für ein Projekt, habe ich das mal bestellt und es sollte möglichst günstig sein. Ich bin jetzt ja nicht so der große YouTuber. Und da habe ich das für 100 Euro geschossen. Nun, für die Arbeit, Freunde, ihr wisst es, da nutze ich dann hier ein Xiaomi Notebook. Ja, jetzt haben wir uns gerade leistungsmäßig krass nach oben bewegt. Wir haben hier ein hochauflösendes OLED-Panel und die Farben sind wirklich insane. Das ist Metall Unibody. Es ist schlank, es ist leicht. Wir haben nur USB-C, was mich ehrlich gesagt ein bisschen ankotzt. Ich habe gerade vergessen, wie das heißt. Xiaomi 14 Pro oder irgendwas in der Richtung. Das habe ich dann von Train Shenzhen günstiger bekommen, aber auch, weil das Teil sehr hochtönig fiept, wenn eine Lüfte angeht. Das ist richtig penetrant, Freunde. Ihr habt echt keine Vorstellung, scheint aber kein Zen-Fehler zu sein. Ich habe es auch aufgemacht, dann war das Piepen weg, also es hat was mit dem Luftstrom zu tun. Mittlerweile habe ich mich so halbwegs daran gewöhnt und die Laufzeit von den Teilen ist tatsächlich auch eher schlecht, aber ich habe jede Menge Leistung, ich kann super schnell laden, das ist insane, das Display ist absolut geil. Hochauflösend OLED, geht nichts drüber, geilen Sound. 16 GB Arbeitsspeicher ist der i7 1260p drin verbaut. Und mit dem System mache ich halt immer mal Aufnahmen. Das heißt, wenn ich Aufnahmen mache, wo ich halt im Browser irgendwas zeige und man sieht mich dann halt irgendwo rechts unten so eingeblendet, wenn ich mich dann filme, das mache ich alles mit OBS. Und wenn man das in einer hohen Auflösung noch aufzeichnet, ich will alles dann auf 1440p, dann braucht man schon ein bisschen mehr Leistung und da konnte ich dann hier kein Luschen-Notebook für 200 Euro hinstellen. Die packen das dann nicht. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich hier tatsächlich mal ein bisschen was Hochpreisigeres habe, aber das nutze ich tatsächlich nur beruflich. Habt ihr gesehen, womit ich mich dann so privat halt begnüge. Und da kommen wir noch zu meinem privaten Telefon. Und das ist tatsächlich das Samsung Galaxy Note 20, obwohl ich das eigentlich gewerblich benutze. So ganz privat ist das nicht. Stift dürfte klar sein, gibt es nun mal nur bei Samsung, vor allem in der Güte. Es gab auch mal Versuche von LG, aber nicht in der Qualität. Also was Stift und Telefon angeht, ist Samsung einfach die einzige Möglichkeit, die wir aktuell haben. Warum dann das Note 20? Warum nicht zum Beispiel das S23 Ultra? Das Note 20, auch im Gegensatz zum Note 20 Ultra beispielsweise, oder den S21 oder 22 oder 23 Ultra, das Note 20 ist relativ kompakt und relativ leicht. Wir haben nämlich hier noch eine Plastikrückseite, wurde damals natürlich aus guten Gründen auch bemängelt und kritisiert. Jetzt bin ich recht dankbar, weil das Telefon dadurch halt leichter ist. Es ist nicht so schwer. Es ist auch recht schlank, wie man sehen kann. Wir haben trotzdem den Stift. Wir haben ein geiles AMOLED-Panel. Noch 60 Hertz, darf man nicht vergessen. Aber es ist von der Geschwindigkeit immer noch richtig gut. Wenn man die Geschwindigkeit aber nicht braucht, Freunde. Auch Arbeitsspeicher haben wir jetzt genug. Updates bekomme ich hier halt auch noch. Und so ist es für mich ein sehr guter Kompromiss. Aus Leistung, aus Optik und aus Haptik. Mag die großen Teile nicht, deshalb habe ich auch hier keine Hülle und gar nichts. Ich habe nur eine Display-Schutzfolie drauf und das war's. Ich hätte mir das jetzt das S21 Ultra nochmal angeschaut. Samin hat das S22 Ultra, was ja dann baugleich oder fast baugleich ist zum S23 Ultra. Das sind die einzigen Geräte, die da noch mit Stift. Die Note-Serie gibt es ja nicht mehr. Und das S21, 22, 23, die unterstützen alle keine Stifte. Der S-Pen funktioniert da nicht. Wenn ich TikToks oder Shorts mache mit einem Smartphone, nutze ich tatsächlich dafür auch das Note 20, auch wenn es älter ist, ist die Kamera nur noch so gut. Da seht ihr den Unterschied auf TikTok nicht. Weil TikTok schaut man sich am Telefon und nicht
was weiß ich, am 55 Zoll Fernseher an. Und da ist die Qualität so gut, dass man den Unterschied zu aktuellen Heinz-Smartphones kaum sieht. Zumal die Frontkamera hier 4K 30 FPS supportet und die Frontkamera ist besser, als wo das Telefon so alt ist, als viele Frontkameras aktueller Flaggschiffe. Da wird einfach nicht so der Wert drauf gelegt, wie zum Beispiel beim Vivo X90 Pro Plus, habe ich es gerade nicht, weil Samin damit gerade Aufnahmen macht. Das wäre jetzt das andere Telefon, was ich gewerblich nutze. Warum ausrechnet ein Smartphone und jetzt nicht zum Beispiel eine Panasonic GA5, durch die ihr gerade schaut, beziehungsweise die habe ich auch hier oben nochmal, zwei Panasonic GA5, die kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil die sind halt fest installiert. Warum nicht noch eine dritte? Nun, hat auch wieder was mit dem Cache zu tun. Das Vivo X90 Pro Plus, das war ein Test-Sample, was ich dann halt gebraucht von Train Shenzhen kaufen konnte. Und das war günstiger als halt noch eine GA5. Warum brauche ich noch eine GA5 beziehungsweise noch eine Kamera? Nur weil ich jetzt mal viel Einspieler reinmache, das macht das Ganze einfach ein bisschen flexibler und man kann auch geilere Aufnahmen machen, wenn ich das halt extra mache und nicht dann halt alles nur hier am Tisch, wo die Beleuchtung ja eigentlich darauf ausgelegt ist, dass ich möglichst erotisch aussehe. Und da wollte ich halt das Experiment starten, okay, halt statt noch einer großen Kamera versuchst du es mal mit einem Smartphone, weil die werden ja auch immer besser. Das X90 Pro Plus hatte auch ganz gute Referenz. Ich fand es auch im Test halt, im Kameratest ziemlich gut. Also habe ich das dann halt genutzt. Ihr seid ja offensichtlich auch zufrieden, keiner hat sich bisher beschwert über die Videoqualität vom X90 Pro Plus. Keiner sieht halt, dass das eigentlich mit einem Smartphone gefilmt ist. Auch wenn die Aufnahmen eben hier für YouTube sind, die dann auch eher eben auf dem 55 Zoll Fernseher zum Beispiel angeschaut werden. Das X90 Pro Plus macht dann auch halt 4K-Aufnahmen bei 30, aber auch 60 FPS, dann auch alles schön stabilisiert. Aber da ist die Frontkamera zum Beispiel Asche. Also keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben bei Vivo. Ich habe jetzt hier auch noch so für die Arbeit, dann als Geschäftstelefon nutze ich jetzt auch gerade, um meine GA5 zu steuern. Das ist das Surface 2. Das habe ich günstig bei eBay geschossen, gebraucht. Die Hälfte von dem, was es bei Microsoft kostet. Warum jetzt die zweite Version? Die erste Version habe ich ja vorher gehabt. Nun, das Surface Duo der ersten Generation war mega verbuggt. Das Surface Duo der zweiten Generation, da wurden die meisten Bugs ausgemerzt. Vor allem die, die richtig hardcore genervt haben. Aber auch hier kein aktuelles Flaggschiff. Hier hat mich auf jeden Fall die Bauform extrem angemacht. Mit den zwei Displays kann man ja wirklich effektiv arbeiten. Erotisch. Und das hatte deshalb meine Aufmerksamkeit verdient. Wie gesagt, habe ich gebraucht, geschossen. Echt günstig. Ich glaube, für 450 Tacken oder so. Und ich glaube, damit haben wir es. Ja, jetzt könnt ihr euch noch meinen Rechner zeigen. Ja, was soll ich sagen? Der muss natürlich leistungsfähig sein. Weil ich mit dir ja Videos schneide. Und da kann es nicht sein, dass es dann mega abruckelt. Weil dann würde ich ja nie fertig werden. Manchmal muss ich wirklich in Technik auch ein bisschen Geld reinstecken, damit ich damit auch vernünftig arbeiten kann, damit ich produktiv sein kann. Ihr wisst, was ich für ein Output habe. Ich mache Videos für TikTok, für YouTube Shorts. Manchmal für Insta noch so ein bisschen. Dann will ich aber eigentlich mehr machen. Und natürlich für YouTube. Da mache ich immer noch das meiste. Weil ich hier ja die langen Videos veröffentliche, die natürlich mehr Recherche, mehr Zeit, auch mehr Aufwand im Videoschnitt halt bedeuten. Und da brauche ich dann auch mal ein bisschen leistungsfähige Technik. Ich habe noch ein bisschen Kleinkram, mein Ladegerät oder sowas, das zeige ich euch jetzt nicht. Aber ihr wisst jetzt im Groben, womit ich arbeite und ihr stellt fest, da ist echt alter Stuff dabei. Mein Telefon ist eigentlich outdated, wenn man so will. Und es ist nicht das Note 20 Ultra, es ist das Note 20 ohne Ultra, ne, im edlen Plastik. Ja, da habe ich eben noch so alten Stuff wie im Jahr zwei Chromebooks. 1,90 beruflich, 1,90 privat. Und ich habe für beide insgesamt 250 Euro bezahlt. Da kommen ja manche dann mit ihren Apple-Equipment um die Ecke und da kann ich nur lachen, weil ich sage, ich habe die Hälfte bezahlt, was du für dein Telefon bezahlt hast. Und nee, passt mal auf, ich kann es ja noch toppen. Nicht mal, Freunde, nicht mal. Ich kann sagen, pass auf, ich habe ein Drittel bezahlt von dem, was du für dein iPhone bezahlt hast. Ich habe dafür mein Buchhaltungsnotebook, mein privates Convertible und mein betriebliches Tablet. Schräger ist ja auch irgendwo ein Convertible. Hat ja eine Tastatur, eine klippbare. Und was soll ich sagen? Es funktioniert. Und ihr seht, was für ein Output ich habe. Gut, jetzt könnte man sagen, deine Videos sind aber total schlecht. Ja, ist ja okay. Sagen wir mal so, ich könnte jetzt mit einem schnelleren Buchhaltungsnotebook oder mit einem schnelleren privaten Notebook oder mit einem schnelleren Tablet jetzt hier für meine Videos, könnte ich nicht effizient arbeiten. Sage ich euch so, wie es ist. Die Technik ist angepasst an dem, was ich brauche, an die Anwendungsszenarien. Ich könnte mir jetzt krasseren Stuff holen. Ich könnte mich damit besser fühlen. Ich könnte auf den Schulhof flexen gehen und damit meinen Charakter aufwerten, aber am Ende habe ich einfach nur mehr bezahlt. Auch das Note 20 habe ich auch gebraucht gekauft. Auch meine Speicherkarte ist voll, Freunde. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.